Tokio. Wohl nirgends auf der Welt gibt es eine solche Auswahl an Restaurants, unendliche Vielfalt und natürlich Reis. Goa Fisch, auf Reis, Sushi, inzwischen weltbekannt, selbst in deutschen Kleinstädten zu machen. Vor 25 Jahren durfte das ARD-Studio Tokio die damals außerhalb Japans noch ziemlich unbekannte Spezialität vorstellen. In seiner kleinen Sushi-Bar erkundete der noch erheblich jüngere Reporter exotisches Essen. Im Tokio von heute sucht man meine kleine Sushi-Bar leider vergebens. Wir sind in der gleichen Straße, der Platz ist noch da, aber da, wo früher der Eingang zur Sushi-Bar war, ist heute ein modernes Café. Das heißt aber nicht, dass in Japan kein roher Fisch mehr gegessen wird, aber es gibt neue und zum Teil richtig unheimliche Trends. Willkommen im Innereien-Restaurant. Auf dem Grill brutzelt Zwerchfell und Herz und allerlei Gekröse, viel junge Kundschaft. Geschnippelter Rindermagen mit Frühlingszwiebeln, dazu Leber und Zunge. Bansen, das ist es einfach. Innereien, so glaubt man in Japan, machen stark und schön. Fühlt sich im Mund ganz anders an als Fleisch, sagt sie. Interessant. Innereien waren früher ein arme Leute essen, sagt er. Für mich ist das hier eine nostalgische Erinnerung an meine Jugend. Auf den Reporter wartet die nächste Herausforderung: Schweinehirn. Pansen in Massen. Innereienfleischer verzeichnen, ob des neuen Trends, verstärkte Nachfrage. Alles frisch und saftig, sagt er. Im Schlachthof, so wird versichert, auf BSE getestet und nur möglich. Zur Wiedergeburt Japans heißt unser Lokal. In Japan der 50er Jahre, sagt Koch Yota Takai, war Japan noch agil und energisch. Diese Stimmung wollen wir wiederbeleben. Das Schweinehirn ist gleich fertig, das Restaurant ist stets voll, es ist nur eins von vielen Innereienküchen, Arbeiterkneipen und schicke Trendläden wie dieser. Es ist wirklich gut. Ein bisschen blutig. Die neue Exotik des Essens in Japan. Tokio. Wohl nirgends auf der Welt gibt es eine solche Auswahl an Restaurants, unendliche Vielfalt und natürlich Reis. Goa Fisch, auf Reis, Sushi, inzwischen weltbekannt, selbst in deutschen Kleinstädten zu machen. Vor 25 Jahren durfte das ARD-Studio Tokio die damals außerhalb Japans noch ziemlich unbekannte Spezialität vorstellen. In seiner kleinen Sushi-Bar erkundete der noch erheblich jüngere Reporter exotisches Essen. Im Tokio von heute sucht man meine kleine Sushi-Bar leider vergebens. Wir sind in der gleichen Straße, der Platz ist noch da, aber da, wo früher der Eingang zur Sushi-Bar war, ist heute ein modernes Café. Das heißt aber nicht, dass in Japan kein roher Fisch mehr gegessen wird, aber es gibt neue und zum Teil richtig unheimliche Trends. Willkommen im Innereien-Restaurant. Auf dem Grill brutzelt Zwerchfell und Herz und allerlei Gekröse, viel junge Kundschaft. Geschnippelter Rindermagen mit Frühlingszwiebeln, dazu Leber und Zunge. Bansen, das ist es einfach. Innereien, so glaubt man in Japan, machen stark und schön. Fühlt sich im Mund ganz anders an als Fleisch, sagt sie. Interessant. Innereien waren früher ein arme Leute-Essen, sagt er. Für mich ist das hier eine nostalgische Erinnerung an meine Jugend. Auf den Reporter wartet die nächste Herausforderung: Schweinehirn. Pansen in Massen. Innereienfleischer verzeichnen, ob des neuen Trends, verstärkte Nachfrage. Alles frisch und saftig, sagt er. Im Schlachthof, so wird versichert, auf BSE getestet und nur möglich.
Zur Wiedergeburt Japans heißt unser Lokal. In Japan der 50er Jahre, sagt Koki Yota Takai, war Japan noch agil und energisch. Diese Stimmung wollen wir wiederbeleben. Das Schweinehirn ist gleich fertig. Das Restaurant ist stets voll. Es ist nur eins von vielen Innereien, Küchen, Arbeiterkneipen und schicke Trendläden wie dieser. Es ist wirklich gut. Ein bisschen blutig. Die neue Exotik des Essens in Japan.